lassen Sie sich wieder anstecken von der Freude am gemeinsamen Singen. Die SWR 4 Baden-Württemberg Chorprobe. Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. Gerade haben wir die Aktion schon erst gestartet und schon gibt's die vierte und damit leider auch schon letzte Ausgabe der SWR 4 Baden-Württemberg Chorprobe. Tausende Sängerinnen und Sänger aus dem Land haben ja an den vergangenen Sonntagen mitgemacht und einer von ihnen ist mein SWR-Kollege Holger Heimsch. Er arbeitet für das SWR Chormanagement, leitet mehrere Chöre, ja, und ist stellvertretender Musikdirektor der Chorjugend im Schwäbischen Chorverband. Also, im Leben von Holger Heimsch, da dreht sich alles ums Singen und um die Musik. Musik mache ich seit meinem vierten Lebensjahr und durch meine Knabenchorzeit bei den Stuttgarter Hymnuschorknaben und später noch bei anderen Kinder- und Jugendchören habe ich dann die Lust an dem Singen gefunden. Ich habe auch eine Zeit lang bei den Fischerchören mitgesungen, war auch stellvertretender Chorleiter von Gotthilf Fischer und durfte da auch sehr viele tolle Konzerte und auch Konzertreisen miterleben. Singen, das ist wirklich wie eine Art Lebensaufgabe. Man singt gefühlt den ganzen Tag, man singt mit den Menschen, die in eine Chorprobe kommen, man singt für die Menschen, die in ein Konzert kommen und singen, das vermittelt Emotionen, das versprüht Lebensfreude. Ja, und gerade in Zeiten von Corona, ja, schenkt es einem auch ein bisschen Trost. Ja, und für Menschen, die so gerne singen wie Holger Heimsch, ist unsere Chorprobenaktion natürlich genau das richtige Angebot. Ich habe bis jetzt alle Chorproben von SWR 4 Baden-Württemberg miterlebt, zu Hause, am Radio oder per Livestream. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein Geschenk gewesen in dieser Zeit, wieder zu Hause zu singen, aber auch vor allem für diejenigen, die gerade an der kulturellen Teilhabe nicht aktiv daran teilhaben können, nicht aktiv in die Probe gehen können. Da denke ich gerade zum Beispiel an meinen Kreischor in Pleidelsheim, die einfach die letzten Monate nicht singen konnten und auch virtuelle Proben sehr schwierig umsetzbar sind für viele der älteren Sängerinnen und Sänger. Und diese SWR 4 Chorprobe, es war eigentlich, glaube ich, für jeden jetzt etwas mit dabei. Vom Volkslied über dem Kirchenlied, was Einstimmiges, was Vierstimmiges, ein Kanon. Also in dieser halben Stunde der SWR 4 Chorprobe, da konnte man wirklich mal wieder Energie für die nächste Woche sammeln. Ja, und morgen Abend wird Holger Heimsch nicht allein zu Hause mitsingen, wie in den vergangenen Wochen. Nein, er hat den ganzen Chor dabei. Bei der vierten SWR 4 Chorprobe werde ich zusammen mit Chormelion, dem Chor der DHBW Stuttgart, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, werde ich mit dabei sein und wir werden aktiv mitmachen. Das heißt, wir werden das Warm-up mitmachen, wir werden das erste Einsinglied mit einstudieren, wir werden natürlich den vierstimmigen Satz, den ihr ausgesucht habt, werden wir singen und dann freuen wir uns natürlich einfach auch mal uns zu zeigen, dass wir eben auch den anderen Chören mit diesem Beitrag bei SWR 4 Baden-Württemberg zeigen können, hey, man kann jetzt wieder langsam anfangen, aktiv zu proben. Viele Chöre haben noch ein bisschen Angst aufgrund von Aerosolen und irgendwelchen Horrornachrichten von Studien. Nein, man kann langsam wieder anfangen mit gewissen Sicherheitsabständen und da freut sich jetzt mein Chor wahnsinnig drauf, dass es wieder losgeht und wir aktiv gemeinsam proben und vor allem eben singen können. Und falls die SWR 4 Chorprobe bei Ihnen schon zum Sonntagabendritual gehört, ja, dann sind Sie morgen ohnehin dabei. Und falls nicht, haben Sie morgen nochmal die Gelegenheit. Die vierte Ausgabe der SWR 4 Chorprobe beginnt um 19.30 Uhr hier bei uns im Radio. Und sehen kann man das Ganze auch im Internet unter swr4.de. Die SWR 4 Baden-Württemberg Chorprobe. Morgen Abend ab 19:30 Uhr. Die Texte zum Mitsingen und alle Infos jetzt unter swr4.de. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim. Na? Ja, wir melden uns live vom eventuellen bzw. vom sicheren Dreh. Genau, liebe Grüße von der SWR 4 Chorprobe. Wir sind mitten in den Vorbereitungen und wir drehen uns jetzt mal kollektiv auf unseren Schauplatz. Ihr seht schon, Wetter. Es kommt gerade runter, was kommen muss. Und jetzt schaut mal da oben. Da oben ist das Kamerateam und das wartet auf uns. 19.30 Uhr geht es los und wir hoffen, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, wir hoffen, dass ihr da seid. Genau, und bis dahin, wir versuchen nicht unterzugehen. Nein, überhaupt nicht. Ganz schlimm. Jetzt live aus dem Studiosaal des SWR in Stuttgart. Die SWR 4 Baden-Württemberg Chorprobe mit Susanne Kurz. Wunderschön klingt das. Die SWR 4 Chorprobe, Liederkränze oder auch Kirchenchöre singen mit. Und zum Beispiel auch Chormelion.
in Göppingen. Das ist ein besonderer Name. Da frage ich gleich nach, live bei Lea Gottschalk. Was steckt hinter Chormäleon? Ja, Chormäleon, wir sind der Chor der Dualen Hochschule Stuttgart und sind ein total bunt gemischter Chor von 17 bis 70 plus und wir haben einfach ja, Freude am Singen und genau. Und wie läuft die Probe derzeit? Also aktuell dürfen wir tatsächlich wieder live proben, da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Wir hatten 14 Wochen lang virtuelle Proben, das war eine sehr große Herausforderung, aber inzwischen dürfen wir mit Abstand und ja, dürfen wir endlich wieder proben und da sind wir super happy drüber und genau. Chormäleon hat, glaube ich, ein recht breites Repertoire. Was wird alles geprobt und gesungen? Ja, genau. Also wir singen wirklich von bis viele Pop-Songs, A Cappella-Songs, auch Lieder aus Filmen, aus Musicals, aber auch mal ein bisschen was Klassisches, ja, Angehauchtes. Also wirklich von bis. Dann hoffen wir, ihr habt auch bei der SWR4-Chorprobe jetzt beim nächsten Stück viel Spaß. Ein Kirchenlied steht auf dem Programm. Gestern Abend gab es die vierte und damit auch die letzte SWR4-Chorprobe im Radio und im Livestream. Zu sehen, zu hören und mitzusingen. Tausende Sängerinnen und Sänger in Baden-Württemberg haben das gemacht, haben mitgeprobt. Eine von ihnen war Lea Gottschalk, die mit ihrem Chor Chormäleon in Göppingen im Garten des Chorleiters mitgemacht hat. Für uns war das total super, weil wir während der Corona-Zeit auch nicht live proben durften und auch virtuelle Proben hatten. Und das heute war ja einfach eine sehr coole Erfahrung und auch mal was anderes. Ja, wir geben gerade noch ein improvisiertes Konzert für die Nachbarn und ja, werden einfach noch ein bisschen gemeinsam singen, ein bisschen gemeinsam den Abend genießen, aber natürlich schön auf Abstand. Sagt Lea Gottschalk vom Chor Chormäleon in Göppingen.